Wario. Ja, hallo Leute, hier ist wieder again Kirby und auch dieses Mal habe ich einen Gastsprecher bei der Welt des Dicken dabei und es ist, stell dich mal vor, Lucy, hallo. Ja, diesmal bin ich in weiblicher Begleitung. Naja, mal so, mal so, ne? Ja. So, wir betreten Welt 3.1, die von mir in diesem Spiel am meisten verhasste Welt. Ich mag zwar eigentlich Eisen. Du fällst aber gerne dabei, ne? Ja, aber in dieser hier. Valhalla, Biberberge. What? Valhalla? Ja. Ist das irgendwie ein Ort in der Welt, in der realen Welt? Guck mal, es fängt schon mal gut an, ich komm da nicht hoch. Sag mal. Ah, ja. Ach so, warte mal, nee, das war kein Krabbelball. So, weil das Problem, warum ich diese Welt nicht mag, ist folgendes. So, wegen der diesen Stellen hier. Da kannst du nicht kontrollieren, wo du hin musst. Und ich habe gerade locker die Hälfte von... Ja, aber guck mal, ich habe jetzt mindestens zwei Goldstatuenstücke und noch andere Schatztruhen verpasst. Das heißt, ich muss sowieso nochmal zurück zum Start. Oha, das ist mies. You've been kicked from the server. What? Ich glaube, in dieser Welt werde ich mich auch am meisten aufhalten müssen. Egal, nein. Darfst du dich freuen, weil für diese Welt bist du mein Gastsprecher. Jo, bin gerne dabei. So, sag mal. Ein Schnee sowieso schon. Wario, hüpf da in so. Sind das fliegende, Dingens da? Nennt man das nochmal Schneemänner? Ja, es sieht aus wie fliegende Schneemänner. Im Grunde ist es dasselbe Modell von diesen komischen Hühnern oder anderen Viechern, die mich schon die ganze Zeit abgeworfen haben. Lol. Also da hoch auf die Hütte komme ich nicht. Ey! Ey! Du Schwein, lass mich doch! Was soll denn das? Hör auf, das ja. Warte, oder ich versuche nochmal da hochzukommen. Nein! Ein letzter Versuch, weil eigentlich sonst geht es nur, wenn ich wieder über den Start zurückgehe. Warte mal. Dann wollen wir uns jetzt nicht so... Aha, ich hab's geschafft! Yeah! Bodenluke. Not bad, not bad. Guck mal, hier ist sogar ein Kamin. Hat sich mir und meiner Mutter was Schönes ausgedacht. Ja, du musst einfach den Turm darunter kloppen, aber es ist halt deswegen problematisch. Yep. Da, nothing to the pit! It burns! Alter, diese Spikes fressen mich. Mhm. Zum Glück kein Instant Death, ne? Wie bei Mega Man. Oder wie bei Mario Sunshine. Ja, oder? Oder wie bei, allen anderen 2D Mario spielen, wenn du klein bist. Nein! Nein! Ah, no. No! Mario lacht sich immer einen ab hier so. Hey, nein, nein! Egal ob er geownt wird oder nicht, der lacht sich immer einen ab. Halt! Except. Oh. Ich bin eingefroren! Ja, also wir müssen, was wir machen müssen, ist hier halt hier rauf. Bei den Weihnachten. Nein! Scheiße! Das ist ja das Schwierige dabei, ne? Ja. Also bei diesen, ja, weil ich die Kamera hier nicht drehen kann, so wie ich will. Alter, ich mache jetzt hier schon 3 Minuten an dieser Scheißstelle. So kriegen wir viele Parts raus, ne? Ja, ich sagte ja, ich werde hier die meisten Parts brauchen. Also schnell hier hoch und... Nein, was mache ich denn? Ach, jetzt weiß ich wieder, wie ich hochkomme. Warte. Geh fort, lass mich in Ruhe. Ah. Jetzt weiter. Ja. Ja, wir müssen an die Weihnachtsbäume. Ist ja passend zur Jahreszeit, dass wir jetzt ein Weihnachtslevel spielen. Ja, also irgendwo in Deutschland hat es ja wieder geschneit, ne? Bestimmt in Polen. Ja, das ist so. So oft, da schneit es immer. Jeden Tag. Ich meine, was wäre Polen ohne Schnee? Ja. Das wäre wie das, was deine Mutter zu sich nimmt jeden Tag. Was? Oh, eine Bombe. Bombs, you want it? It's yours, my friend. If you have enough cookies. So, ich gucke mal, ob hier oben noch was ist. Hier sind auf jeden Fall viele Geschenke. Komm, ich nehme eins mit. Nein. Ist denn so ein Weed raus oder so? Auf einmal kommt da Mad Jack raus, ja? Der Boss von Donkey Kong Level 3. Oh, Spoiler-Attacke! Oha. Oha, komm, jetzt nehme ich mir mal hier Knoblauch mit. Das müssen wir gleich mal rausschneiden, sonst geht's ja mal gar nicht. Ja, ich ersetze es dann dadurch, dass, indem ich sage, Lucy ist ein Mädel. Nein, Spaß. So, der erklärt mir schon wieder was ich bereits weiß. Das ist toll. Das sind nur ein Vorteil. Leider kann man hier in die Iglus nicht reingehen. Wenn du das vergessen solltest.
Insekten, das ist ja lame. Ja. Wieso sind die dann da? Die sind nur dafür da, damit ich diese Viecher dann wegschubsen. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Zwischengegner, das ist der Arktikfisch. Ja, ich hab's. Nice. Nein. Ich muss ihn mit diesem Vieh abwerfen. Ach, hast du gemerkt, das ist auch 1000 Münzen, ne? Bis immer. Ja, genau. Also, nee, ich muss ihn nicht mit dem Vieh abwerfen, ich muss das Vieh in den Boden rammen. Damit er davon getroffen wird. Wow! Macht Sinn. Und das Ganze glaube ich. Nice Auswärts-Action. Ja, das Ganze glaube ich dreimal, weil das da oben ist eine Schwachstelle. Erinnert mich gerade an Lord Who Fuck Fuck von Banjo-Tooie. Weißt du nicht was? Weißt du nicht mehr, was ich meine? Dieser Wasserboss, der Fischboss. Doch. Alter. Nein! Mitten in der Bewegung. Freeze! Das macht Sinn, irgendwie, dass du die Tonne runterschmeißen musst, damit du den oberen Leuchtdings da triffst, ne? Ja, das ist Nintendo-Logik. Was erwarten wir? Ja. Ey! Nein, jetzt habe ich es fallen gelassen. Du Schwein, nein! Hast du gesehen? Die Faust war einfach da. So, jetzt aber. Hey, ich schmeiße den ja eigentlich nicht runter. Ich ramme ihn runter und dadurch springt der Kopf hoch. Ah, okay, das sehe ich gar nicht. Ich bin der Leck und... Also nicht Leck, aber so halt. Übertragungsleck gibt's halt. So, guck mal, schon wieder die Rutsche. Yay. Und alles verfehlt. Das erinnert mich an eine Stelle an Mario, Super Mario 64. Ja, genau, aber da konntest du wenigstens gleich wieder zurückgehen, ja? Ja, das stimmt. Alter, dieser Dino ist hier reingekommen, dieser Schneedino. Was soll denn der Scheiß? Nein. Guck mal, der haut es wie selbst. Ist das nicht so ein Kampf? Ja, nein, das ist so ein Kampfkristall. Achso. Die tauchen ja auch öfter auf. Jo. Wario lachte sich gerade derbstein ab. Der hat einen gesunden Humor. Ja, das stimmt. Und er findet vor allen Dingen immer alles excellent oder wonderful. Yeah. So, jetzt aber. Nein. Blöder Kristall. Also ich finde ihn. Ich. Schwimmt immer so Gegner raus, die dir Münzen geben und so. Ja. Mir wäre aber von diesem ganzen Drehen schon schwindelig geworden an wahre Stelle. So. Erstmal ja, der Münze auch, das geht das schon. Und kaputt. Ja. Ah! Oh, guck mal, was ein Geiz hast, nur eine Münze. Echt mal. Das kann man gar nicht. Na, hilfst du wohl da hoch mit deinem dicke Poppes. Auf jeden Fall eine sehr eisenhaltige Nahrung. Oh, was ein Wort. Ja, also ich lach mir gerade einen ab, wie man hört. Ja, dir geht gerade sowieso einer ab. Sowieso. Ich bin fast schon betrunken, nee. Geht immer gar nicht. Ist nicht immer noch. Konstant eigentlich. Ich habe nie weniger als 10 Promille. Okay, 2 übertrieben. Ja doch, so merkt man das auch, wenn du Let's Plays. Nein, immer diese Diss hier. What? Guck mal, Grabbel. Diese Kugeln sind sowieso epic, wenn. Ja. So rumkrabbelt, ey. Kleines Kind. So ein Fettsack. Krabbelt. Nein! Fail! Nein, jetzt muss ich wieder dahin laufen. In dieser Episode gibt's ja mehr Fail als Fortschritt. Okay, das ist mal eigentlich vom. Niemals anders? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ah ja, guck, jetzt beinahe übersehen. Da sind überall Wahrzeichen drauf. Ist auch genial. Ja. Natürlich nein! Achso, für die Uhr hätte ich keine übersehen. Aber ich muss nochmal da hoch. Leute, Kinders, macht doch nicht so einen Unsinn. Wir haben doch keine Zeit. Zeit ist schön. Durch die Stirn, dann triffst du auch. Was ein Scheiß. Yep. Wir sollten mal ein bisschen mehr kommentieren, wir labern ganz schön viel Mist nebenher. Ja, das machen wir doch sonst auch immer, ich weiß nicht, was du an uns willst. Nein! Guck das! Epic Fail! Du musst dich konzentrieren. Ja, ich kann mich nicht, wenn hier so eine schwarze Katze rumlungert. Ich kann ja wieder gehen. Nein. Bist du ganz alleine in diesem Eislevel? Nein! Fatality. Das werde ich schon bei der englischen Version sein. Oh. Außer jemand will Englisch mitkommentieren von euch. Nein, geh fett. Nee.
Nein! Wenn dann. Wenn dann polnisch. Immer so. Guck, deswegen muss ich hier hoch. Aha. Ja, Trick 17 verwendet. Aha. Bevor es hier weitergeht, Leute, sehen wir uns in der nächsten Episode von Let's Play Wario World. Mit mir und Lucy.